Herzlich willkommen auf dem Genfer Autosalon. Herzlich willkommen bei Mercedes. Bei mir Dieter Zetsche. Sie müssten eigentlich richtig gute Laune haben. Ich habe mal ganz kurz auf den Aktienkurs gerade geguckt. Ich glaube, der ist um das Doppelte gestiegen in den letzten zwei Jahren. Das ist wohl wahr. Das ist die Konsequenz von einer guten Arbeit, die wir geleistet haben und damit sehr erfolgreichen Verkäufen, die letztlich in Verbindung mit der Kostenarbeit dann auch zu sehr attraktiven Ergebnissen geführt haben. Sie haben sich heute ein bisschen zurückgehalten, was neues Blech angeht. Letztlich haben wir quasi die äußere Hülle schon gesehen, aber konsequent die Produktoffensive vorangetrieben. Warum haben Sie das in diesem Fall in Genf so gemacht? Gut, das kann man sehen, wie man will. Der GT3 ist neues Blech, wenn Sie es so nennen wollen. Die Pullman-Limousine ist erstmalig auf einer Messe zu sehen. Den GLE haben wir in Europa als Coupé-Variante auch noch nicht gesehen. Dann haben wir den G4x4 Quadrat, also auch unter der Haube natürlich mit dem Plug-in-Hybrid, aber eben auch die Haube selbst haben wir deutlich hier in neuen Versionen dargestellt. Aber ich glaube, wir haben selten so reichhaltige Auftritte in Messen gehabt, wie jetzt auch hier in Genf in den letzten Messen. In Genf ist ja auch immer so ein bisschen Frühling. Da habe ich ja gedacht, vielleicht kommen Sie mit einem C-Klasse Cabrio oder einem CLA Cabrio. Wird es sowas geben? Im Englischen sagt man stay tuned. Wir sind ja weiter dabei, unser Produktportfolio auszuweiten und wir werden bis zum Jahrzehntende noch 10 Fahrzeuge in den Markt einführen, die keinen Vorgänger haben. Insofern gibt es da noch viel Fantasie, die man entwickeln kann. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage zum Thema Trends. Man hat das Gefühl, dass auf diesem Genfer Autosalon speziell die Leistung wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Ist das grüne Gewissen so ein bisschen nach hinten gerückt, weil vielleicht die Benzinpreise so günstig sind oder ist das Zufall? Also wir haben ja unsere Entwicklungspläne, die über 10 Jahre vorausreichen und die passen wir auch nicht an, je nachdem, ob jetzt die Tanksäule gerade höhere oder niedrige Zahlen zeigt. Wir haben beides. Wir sind auf der einen Seite hier mit dem Plug-in-Hybrid der C-Klasse, der unter 3 Liter verbraucht. Und wir haben auf der anderen Seite einen Maybach Pullman, der nicht in erster Linie als Verbrauchswunder verkauft wird. Dann habe ich noch gesehen, auch ein Trend für mich, Sie haben das mit der B-Klasse schon vorgemacht, die Kollegen von BMW haben den 2er Active Tourer und jetzt den 2er Grand Tourer hinterhergeschoben. Gibt es inzwischen so eine Art Spreizung, die so vielleicht ein bisschen eher an Volkswagen rangeht? Also werden es irgendwann 4 Premium-Hersteller sein? Also zunächst mal sehe ich Volkswagen nicht als Premium-Hersteller, sondern ich sehe, dass die Premium-Hersteller, allen voran BMW, Audi und wir, im Kompaktsegment uns breit aufstellen. Im Premium-Teil des Kompaktsegments natürlich liefert auch Volkswagen im Kompaktsegment den hauptverkaufte Fahrzeug mit dem Golf natürlich. Dort gibt es Berührungspunkte in der Überschneidung. Wir haben nicht vor, in das B-Segment einzutreten, wie das beispielsweise Audi tut. Also weiter nach unten gehen wir nicht. Aber wir suchen in den Einzelsegmenten immer den Premium-Teil, den wir mit unserer Marke natürlich auch besonders ansprechen. Eine letzte Frage, worauf können wir uns freuen in New York als bei der nächsten großen Messe? Nun zum Beispiel auf vormals M-Klasse, jetzt GLE Facelift. Hervorragend, dann sehen wir uns in New York wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut, Dankeschön. Tschüss.